Sie gilt als eine der schönsten Barockkirchen der Stadt, die Annakirche in der Wiener Annagasse. 1518 ist die erste Kirche eingeweiht worden. Um 1750 brennen der Turm und das Dach der Kirche durch einen Blitzschlag ab. Erst Jahre später werden der Kirchturm neu errichtet und das rauchgeschwärzte Kircheninnere renoviert. Der Innenraum der Kirche besticht durch eine einheitliche Ausstattung. Trotz bescheidener Größe beeindruckt die durchgehende Harmonie der Farben und der Figuren. Hinter der Saalkirche entsteht Ende des 17. Jahrhunderts die hochbarocke Kapelle des heiligen Franz Xaver. Heute wird sie Annakapelle genannt. Die drei Deckenfresken hat der Künstler Daniel Gran erschaffen, genauso wie das Hochaltargemälde und die Fresken in der Franz-Xaver-Kapelle. Später wurden die Fresken in dunkleren Farben erneuert. Bei Restaurierungsarbeiten rund um 1970 wurden die originalen Farben aber wieder hergestellt. Thank you.